Wir werden aber nicht den normalen Weg durch die Stadt nehmen, wir werden anders fahren. Damit wir die zwei Fragezeichen da noch entdecken. So, 50. So, werden jetzt nicht mehr links fahren. Das war knapp. Fuck! Das war zu knapp. Genau, so will ich fahren. So, da ist die rote Ampel. Mal gucken, was wir da gleich entdecken. Das sieht aus wie ein LKW-Händler. Und da hinten wird wahrscheinlich wieder so ein Zeug sein, damit man Leute einstellen kann. Vermute ich einfach mal. So geht's gerade. So. Dann werde ich nicht den Fehler machen und einfach so um die Kurve fahren. Ich werde ein bisschen ausholen und dann um die Kurve fahren. Das war ja vorhin schon ziemlich knapp bei dem Aufleger. Komm. Genau. Iveco-Händler. Und davon haben wir wahrscheinlich eine, wie heißt's, Arbeitsagentur. Genau. Ich dachte gerade schon, ich bin zu schnell gefahren. Zum Glück nicht. So, ich glaube, das war ein bisschen früh geblinkt, aber... Ja, ne? Dafür gibt es keine Strafe. Es gibt keine Strafe fürs zu früh blinken. Es gibt auch keine Strafe fürs gar nicht blinken. Also, scheiß drauf. Da muss ich mal mein letztes wieder gescheit aufhocken. Das wollte gerade nicht mehr so sitzen. Ja. Was auch in den letzten Parts gemerkt hat, ich war irgendwie. What the fuck? Okay, alles gut. Scheiß drauf. Ich war irgendwie ein bisschen leise und so. Also jetzt nicht leise, weil du so spielst, aber manchmal gar nicht so gut verstanden. Ich weiß nicht, vielleicht rede ich einfach so schnell. Also das wurde mir schon mehr als einmal gesagt, dass er einfach viel zu schnell redet. Ja, ne? Ich hoffe, daran liegt es nicht, weil ich werde da wahrscheinlich kurzfristig nichts dran ändern können. Das habe ich mir einfach so angewöhnt und das ist so. Wow, was für schöne Texturen hier am Rand. Wow. Wow. Okay. Ich möchte jetzt hier abmeckern. Abmeckern, genau. Das heißt auch bestimmt so. Das Wort gibt es auch bestimmt. Da stehst du schon. Genau, da wollen wir hin. So. Hier können wir es aufs Ausholen scheißen. Beziehungsweise aufs Größere ausholen, weil da keine komische Leitplanken-Ding da außen dran ist. So, wir können mal kurz ausprobieren, dass es diesmal das Geräusch wieder gibt. Okay, hier nicht. Es ist anscheinend auch mit dem rechten Außenstreifen. Vielleicht darf dann dieser Standstreifen da nicht sein. Und hier geht's nach anderes Land. Ich weiß echt nicht, welches Land das ist. Das tut mir jetzt echt leid, aber ich kann es euch echt nicht sagen. Steht das hier nirgends oder was? Nee, ich habe einfach keine Ahnung. So, hier ist Italien. Österreich. Hier, dieses kleine Land da. Das ist nicht groß oder so. Einfach nur so ein kleines Land. Ich habe keine Ahnung, was das sein kann. Was ist das denn? Hä? Was ist das denn? Okay, sieht komisch aus. Ein Tempomat drin? Nein, natürlich nicht. Als wenn ich mal irgendwie denken würde. So. Ja klar, schön, dass ich mal wieder nicht gelesen habe. Und hier die wunderschönen Bergtexturen. Aber ich will gar nicht wissen, wie ressourcenfressend das Spiel ist, wenn man hier überall schön einzelne Bäume hingeht. Oh Gott, ich will mir das gar nicht vorstellen. Ich glaube, das würde das Spiel einfach nur zum Absturz bringen. Ich meine, es sind so viele Bäume, die auf den Texturen das sind. Ich meine, hier von der Entfernung geht's ja, ne? Wenn man so ganz nah dran ist, also. Ja. Aber ich will mich jetzt echt beschweren, weil die Map ist echt geil, ne? So. Und hier fliegt schon wieder diese dumme, behinderte Scheiße. Fliegen, Mucken, Dingen. Keine Ahnung, gibt es ja so viele Wörter für die kleinen Dinger, ne? Alter, das kotzt mich einfach nur so an, ne? Seit heute früh um, ich weiß nicht wie viel Uhr, die ganze Zeit, ne? Es gibt nichts Schlimmeres.
Okay, es gibt vielleicht was Schlimmeres, wie kein Internet, aber danach, so circa. Oh cool, grüne Schilder. Grüne Schilder, genau mit T, ist klar. Stehe ich total dahinter. Grün auf jeden Fall, bin ich auch für. Immer grüne Schilder, sollte man auch in Deutschland einführen. Was sollen diese komisch gelben und blauen Schilder? Ne, grün ist viel besser auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, sind wir auf der Autobahn? Weil dann würde ich hier etwas langsam fahren. Ich glaube, ich bin auf der Autobahn. Upsala! Ja, das war dann etwas unbeabsichtigt, ne? Geradeaus. Wieder schön eng. Ich dachte, würde ich wieder kaum durchkommen. Schön gemütlich, 40 km/h. Die wahrscheinlich sowieso nicht bekommen, wenn ich jetzt hier hochfahre. Oder? 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 Ich glaube, 40 km/h ist auch dieser Minimum, die Minimumgeschwindigkeit für den Tempomat. Also wenn ich jetzt hier 30 km/h, ich kann den Tempomat nicht mehr aktivieren. Also mindestens 40. Ja. Weiß ich nicht, warum das so ist. Vielleicht ist es in echt so, vielleicht Baum. Ich habe keine Ahnung. Ah, Baum, da, viele Bäume. Ah, oh Gott. Die Wurst sitzt schon wieder so tief, ne? Das, oh Gott. Das ist ja nicht mal feierlich. Naja. Ich tue einfach so, als wäre es lustig und freue mich, damit sonst niemand lustig findet, außer ich. Und ich denke, es ist auf der Autobahn, deswegen fahre ich 90. Also gleich 90. Nein, 91. Ich weiß warum, aber ich kann das gar nicht leiden, wenn ich 1 km/h zu schnell fahre. Ich habe echt keine Ahnung warum. So. SMP kommt jetzt auch ein bisschen weniger. Und ihr habt echt gesehen. Und was ich auch fragen wollte, die SMP gucken regelmäßig und vielleicht auch das Let's Play gucken. Ich habe da echt was falsch gemacht. Das hatte ich aber jetzt aber schon öfter. Und zwar, manchmal sind Dateien, die ich render, einfach nicht da. Also ich render das, guck nicht nach, ob die Datei da ist, lösche die alten Dateien, woraus ich das gemacht habe, und es ist nicht da und das war's dann eben damit, ne? Das ist etwas suboptimal, aber ich kann da jetzt echt nichts mehr dran ändern. Das wäre auch bei dem Eurotag-Part, der jetzt gerade online gekommen ist. Also wir haben circa. Ja, jetzt bald 6:45. Ja. Also abends. Früh, oh Gott. Das kann man sich gar nicht vorstellen, die Uhrzeit. Ja. Okay, also kommt drauf an, ob das jetzt ein schon wieder wach ist oder noch wach ist. Weil noch wach, dann ist 7 okay. Aber schon wieder wach, oh Gott, geht gar nicht, ne? Gar nicht. Unmöglich. Naja, es gibt eben immer diese verrückten Leute, die sich denken, yay, lassen wir Schule um 8 anfangen, damit die Leute um 6 Uhr aufstehen dürfen. Ja. Ja, finde ich echt nett. Herr Schule um 8 beginnen, Erfinder. So, wir werden jetzt wieder hier die zwei Fragezeichen mitnehmen, deswegen werden wir wieder ein bisschen anders fahren. Und ein Kreisverkehr. Da kommen. Dieser blöde Spiegel, ne? Ich sehe nichts durch diesen blöden Spiegel. Jetzt sehe ich was. Komm. Fahr. Okay. Kann ich. Weiß, wenn ich links rum. So habe ich jetzt nicht Vorfahrt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob wir zwischen das Licht ausmachen dürfen. Ich lasse lieber noch ein bisschen an. Ah, die Autos da vorne haben es auch noch an. Was ist das denn für ein Name? Ljubljana, Alter. Ne? Ist ja schlimm. Ein MAN-Händler. Und eine Arbeitsagentur. So. Nicht zu schnell fahren. Kommt man hier durch? Ich glaube nicht. Überlegung war's wert, oder? Also ich glaube, mir überlegen, was wert. Also wie gesagt, was ich jetzt noch mal kurz ansprechen wollte, die Länge vom Let's Play. Bis wir uns den ersten LKW haben.
Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich mir den mit oder ohne Kredit kaufen kann. Das heißt, es könnten 50 Folgen werden, es könnten aber auch 20 werden, wenn ich mir einen Kredit hole. Ich denke, ich werde mir einen Kredit holen, weil es bringt einfach nichts, ewig viele Folgen von einem Let's Play zu machen, dass keiner guckt, ne? Ja. Das ist eben so. Komm, fahr doch. Danke. So. Hier rechts rein. Und da links rein. Der Blinker wird etwas früh gesetzt, aber Baum. Einfach Baum. So. Dann hier rum. Ja, was war viel Platz in der Breite, aber keinen Platz in der anderen Richtung. Also, so hier. Keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Auswendig. Weite, Höhe, Tiefe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt rechts lenke, dieses Ding hier, ne? So hier. Da hätte ich nicht gern ein bisschen mehr, damit ich das besser abstimmen kann, aber naja. War dann doch etwas knapp. Versuche das alles ein bisschen vorsichtiger zu machen. Oh. Muss ja doch ganz ein Stück dahinter. So, jetzt. Jetzt gegenlenken. Ah, nicht in die andere. Ja, das wird perfekt. Ich dachte, ich kann keine LKWs einparken. Was für eine Vorstellung. Ich kann nicht keine LKWs einparken. Jetzt dachte ich, habe ich mal raus, aber nein. Und wir sehen langsam, wenn die Strecken auch so, dass wir bald schlafen müssen, wenn wir jetzt mal dieses Bett auf dem Navi angucken, dann sehen wir. Okay. So. Ausgezeichnet natürlich wieder. Oh, und steigen wir jetzt das Level auf? Ich glaube nicht. Oder? Doch! Ja! Wir sind Enthusiast! Yay! Okay, so, wir werden uns die nächsten fern von der Gefahrenstoffe. Was gibt's denn hier alles? Brennbare Feststoffe. Klasse 4.1. Entflammbare Feststoffe, zum Beispiel leicht entzündliches Nitrocellulose-Magnesium oder Sicherheitsstreichhölzer. Was sind Sicherheitsstreichhölzer? Ich habe keine Ahnung. Klasse 4.2. Selbstentzündliche Aluminiumalkyle oder weißer Phosphor. Oh Gott, das hat bestimmt irgendwas mit Chemie zu tun. Klasse 4.3. Gefährlich, wenn nass, zum Beispiel Natrium, Calcium, Kalium. Klasse 6. Toxische und infektiöse Stoffe. Klasse 6.1. Gifte, gesundheitsgefährdende Stoffe wie Kalium, Cyanat, keine Ahnung, Quecksilber, Chlorid oder Pestizide. Klasse 6.2. Biologie, nee, nicht Biologie, nur Biogefahr. In Biogefahr, infektiöse Materialien, Virenkulturen, gebrauchte Nadeln, USW. Und Klasse 8, ätzende Stoffe. Substanzen, die organisches Gewebe auflösen. Ja, okay, es weiß wahrscheinlich jeder, was ätzend ist. Wir nehmen da die ätzenden Stoffe, weil ich glaube, dafür bekommt man am meisten Geld. Dann können wir kurz gucken, nächster Auftrag. Einfach mal Preis. 10.000 gibt es inzwischen schon. Netter Preis, aber wir sortieren natürlich wieder nach Preis pro Streckeneinheit. Man könnte mal nach Tschechien fahren. Okay, welchen Auftrag wir nehmen, sehen wir in der nächsten Aufnahme von ETS 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.